Willkommen zu unserer nächsten Folge von Has-Been Heroes. Letztes Mal waren wir echte Helden, diesmal sind wir wieder echte Helden. Also warum sollen wir auch nicht diesmal wieder echte Helden sein? Mal sehen, was passiert. Wir wollen diesmal Flovio, ich weiß nicht, irgendwann darf ich seinen Namen vergessen. Ich habe immer Flovio genannt. Das ist halt Fabian, ne? Und Fabian nehmen wir diesmal mit, weil wir natürlich jeden Charakter ein bisschen zeigen wollen. Deshalb war der Tag ist heute zu Hause. Und ja. Wir lassen ihn einfach mal gucken, was er so kann. Heilung kann er, hat einen super tollen Wasserzauber. Wollen wir mal gucken, was passiert hier. Nur die tolle Erklärung zum zweiten Mal. Ja, ihr seht, diesmal müssen wir drei Gebiete weiterkommen. Das wird jetzt so ein bisschen unangenehmer, die ganze Gelegenheit hier. Willkommen im finsteren. So, dann lass mal gucken. Was haben wir hier für einen Weg? Also rein theoretisch. Rein theoretisch. Normalerweise gibt es eben heute auch Szenarien, wo ich natürlich das Spiel neu starten würde, wenn die erste Karte nicht so gut ist. Aber wir versuchen ja mal wirklich mit dem, was wir haben, wirklich auch vielleicht was mit anzufangen. Also würde ich sagen, wir gehen oben lang. Wir ignorieren das Feld mal unten rechts, ich meine hier unten links in der Ecke und schauen mal, was passiert. So, wenigstens haben wir keine Tam mehr, die nicht mehr Schaden macht, sondern wir haben eine Tam, die Schaden macht. Oh, es ist nicht schön, wenn man eine Tam hat, die Schaden macht. Und wir haben Gitarristen Superman! Habt ihr das Geräusch gehört? Ich habe gesagt, das ist Gitarristen Superman. Der macht bing bing. Nee, so, wenn er angreift, muss er seine dumme Gitarre spielen. Lass ihn das doch mal machen. Soll ihn ja seinen Spaß gegönnt. Er hat einen Wasserzauber, wie gesagt. Macht Wasserschaden. Ja, ist eben halt immer noch ein Magier, ne? Das darf man nicht ignorieren. Das ist auch ein neuer Gegnertyp. Seht ihr die Bombe da angerannt kommen? Diese Bombe ist eine Eisbombe. Wenn er reinrennt, werden wir nicht nur wir vereist, sondern alle Gegner drumherum auch. Ihr könnt natürlich auch mit Fernkampfwaffen kaputt machen. Müsst ihr nicht? Könnt ihr? Könnt sie so einen Vorteil nutzen, aber das Wichtigste ist eben halt, dass sie euch nicht erreicht, weil ihr wollt nicht, dass eure beiden Helden, die da in der Ecke stehen, eingefroren werden. Das wäre doch sehr bedauerlich, aber vielleicht sogar notwendig. Ich weiß es nicht. Oh, okay. Ja, das Let's Play wird hier gerade aufgenommen zu einer Zeit, wo wo gerade Dark Souls 2 weitergeht und Might & Magic 8 zu Ende ist. Heißt, zeitlich gesehen wird das zu einer Zeit hochgeladen, wo es gar nicht so in andere Projekte passt, weil es wird mal auch mal wieder Zeit, dass ich ein normales Solo-Projekt mache, ohne dass jemand anderes dabei ist. Also dachte ich, ich kenne mit diesem Spiel relativ gut aus. Also warum nicht zeigen? Und es macht mir mega viel Spaß. Es ist verdammt schwer. Wir werden bestimmt auch viele Runs haben, wo wir auch scheitern. Aber bis zum Ende hin möchte ich euch das trotzdem zeigen, wie dieses Spiel funktioniert. Okay, da kommt auch gleich der erste Wasserzauberverkäufer. Der ist neu. Den haben wir jetzt erst gerade bekommen, weil wir den Wasserghoul besiegt haben. Tja, und wie es das Schicksal so will, hat Flovio und Fabian Zaubersprüche in die Pfützen hinterlassen. Hinterlassen eine zusätzliche Pfütze. Warum Pfützen so wichtig sind, das sehen wir, wenn es soweit kommt. Naja, aber wir fangen ja gerade erst an, mit Elementarzaubern herumzuspielen. Fabian, schau mal, was du da kriegst. Vielleicht nenne ich ihn deshalb nicht Fabian so gern, weil es sich auch nur wie Pavian. Oh, er kriegt einen lustigen Wasserstrahl. Kann ich auch gerne kriegen. Ja, der Pfützenplatz ist eh nicht so toll. Sag ich mal, ne? Pfützen können schon ziemlich cool sein. Die können ziemlich coole Sachen auslösen, wenn da jemand drauf tritt. Aber es muss nicht unbedingt sein. Ja. Da wir aber hier nicht im Kreis gehen, wir gehen hier oben lang, weil da ist nicht auch ein schöner Kampf. Da gibt es aber ordentlich Asche und ordentlich Geld. Gehen wir doch mal hier oben noch einmal lang. Pflanze als erstes, dann diesen Typ verprügeln. Oder hätte sich ein Double Strike gelohnt? Ja, Springflut, ein neuer Zauber. Ist ähnlich wie Flutwelle, nur dass es sich auf die ganze Lane bezieht. Heißt, eine Flutwelle macht an einem Einzelgegner Schaden. Springflut macht Schaden an der ganzen Reihe. 50 bis 60. Also warum nicht? Kann man sich doch mal nutzen. Tolle Zauber, tolle Sachen. Meistens ist aber eine Sache, die viel wichtiger ist als der Zauber selber, ist die Tatsache, dass der Zauber ein Elementarangriff ist, ne? Dass es eben halt etwas auslöst. Guckt euch das mal an. Da liegen zwei Pfützen rum. Und jedes Mal, wenn ein Gegner oder ich da drauf tritt, haben wir eine potenzielle Chance, nass zu werden. Und wenn wir nass sind, dann ist das an sich nichts Schlimmes. Aber es gibt nachher natürlich Elemente, die darauf Auswirkungen haben können. Und das werden wir schon noch früh genug erleben. Da haben wir mal einen Double Strike raufgehauen auf den Kollegen. Wenn wir durchkommen. Schilde natürlich eine Sache, die man immer respektieren muss. Wenn ihr zum Beispiel Gegner habt, wo verdammt viele Schilde kommen, dann muss man wirklich gucken, dass man einen nach dem anderen auch weggeprügelt kriegt. Und zwar auch rechtzeitig, sonst habt ihr ein Problem. Der ist gestorben. Zack, das ist eine Eisbombe.
Das war stumpf, was ich da gemacht habe, aber Eisbomben können natürlich echt nervig sein. Man kann am besten natürlich einfach irgendeinen Zauber dagegen dreschen, ne? Dann habt ihr da kein Problem mit. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt natürlich auch so wie ich einfach Sinus draufprügeln. So, Zeit mal für den 12-fachen Schlag hier, würde ich sagen. Warum nicht? Okay, war das super und hat auch gut geholfen. Da kommen ein paar Skelette mit Bandanas. Und diese Skelette mit Bandanas, schaut euch mal an, wie lange die gestunt sind. Nicht lange. Die sind nicht mal lange genug gestunt, damit hier Krux gleich wieder angreifen kann. Dementsprechend braucht ihr einen anderen Charakter, der diesen Typen aufhält. Sonst habt ihr ein Problem. Weil sonst werdet ihr ihn niemals Ausdauer abziehen. Okay. Weiter geht's. Ausdauerlager brauchen wir gerade wirklich nicht. Ihr habt auch keinen Vorteil davon, da reinzugehen, wenn ihr volle Ausdauer habt. Also, da müsst ihr euch da gar nicht wirklich drum kümmern. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir hier weiter? Wir haben eine Kerze. Okay, dann können wir da einmal oben den Schlenker ziehen. Und vielleicht finden wir in der Zwischenzeit auch einen Schlüssel. Da wir brauchen eine Kerze, um gleich wieder auf die andere Bahn zurückzukommen, damit wir auf die andere Seite nochmal hier, ja, begutachten können. Guck mal, jetzt haben wir den eingefroren. Der Typ steht mir direkt vor mir, nackt, eingefroren. Ihr wisst ja, was es bedeutet, wenn der Gegner eingefroren ist. Ausdauer ist sowas von egal. Okay. Fabian, greifst da an und spulen einmal vor, damit wir das Ganze beschleunigen. Und damit wäre Pflanzenmann auch Geschichte. So, 1, 2, 3. Und das war jetzt blöd gezogen. Egal. Alles nicht so schlimm. Zieh mir dich hier rüber. Du klopfst einmal drauf. Fabian, betäuben. Und dann Krux den Rest geben. Zack. So einfach geht's, Krux. Du betäubst. Diese Gegner mit diesen grauen Bandanas haben meistens einfach nur eine gewisse Menge an Leben, die man nicht missachten darf. Muss man einfach mal sagen. Und sobald ihr die Möglichkeit kriegt, möchte ich euch mit Fabian ein kleines Easter Egg in dem Spiel zeigen. Wisst ihr, es gibt Dinge, die macht man mit Charakteren eigentlich einfach nicht, ne? Es gibt Charaktere, die sollten einfach nicht oft angreifen. Aber was ich damit meine, das werdet ihr dann sehen, wenn wir soweit sind. Wenn sich die Möglichkeit ergibt. So, Fabian, machen wir den Shit hier. Okay, schöne Sache. Super funktioniert. Da gibt's nochmal. Das ist ein Kartograf. Kartografen sind auch neu für uns. Ich benutze nicht besonders viele Kartografen. Es gibt eine Kartografenkarte, die ich gerne mitnehme. Aber was macht ein Kartograf eigentlich? Ja, das könnt ihr euch bei Namen schon denken. Je nachdem, welche Symbole er anzeigt, zeigt er euch auf all den Karten, die ihr bereisen werdet, immer, wo genau dieses Symbol ist. Heißt, würden wir das jetzt mitnehmen, dann würden wir alle Schatztruhen, alle verschlossenen Schatztruhen auf der Karte sehen. Wir können uns das ja einfach mal beispielsweise einfach mal mitnehmen, damit ihr ein Gefühl davon kriegt, wie das funktioniert. Das kriegt ja mal Fabian mit, weil der hat so wenig Lebenspunkte von Anfang. Und natürlich, auch wenn ihr sowas mit dem kriegt ihr plus 50 maximale Gesundheit. Heißt, Fabian freut sich trotzdem, weil er hat nur 80 Lebenspunkte am Anfang. Und da kann ich das nicht schaden. Also 80 ist wirklich sehr, sehr wenig. Da könnt ihr jeder Gegner mit verprügeln. Also der Typ, der stirbt instant am Anfang, wenn er nicht aufpasst. So, hoffen wir mal, dass da rechts jetzt kein Boss... da ist ein Kampf. Wir haben aber auch zwei Kerzen, wir können uns den mitnehmen, aber... Wollen wir das? Ich mag mir lieber eine Kerze aufbewahren. Also, gehen wir zum ersten seltenen Händler, die wir hier kennenlernen können. Toll. Das Ding ist in dem Spiel, nur weil es ein seltener Händler ist, heißt es nicht, dass er unbedingt immer seltene Sachen bei sich hat. In dem Fall seht ihr, er hat schon wieder eine bronzene Schatulle da stehen. Und ja, das ist dann auch nur ein gewöhnlicher Gegenstand. Ein silberner Gegenstand mit zwei Sternen drauf wäre ein seltener Gegenstand. Irgend das. Ein lustiges Gebiss. Ein lustiges Gebiss. Aber ein lustiges Gebiss ist, glaube ich, auch gut für kritischen Schaden, war da nicht irgendwas? Ich meine ja. Lass uns mal gucken. Term, ich glaube, das ist was für dich. Ja, genau. Gebiss. Stellt alle 5 Sekunden 2 Lebenspunkte wieder her. Das ist nicht besonders viel, aber ihr müsst immer dran denken. Lebensregeneration ist vielleicht momentan nicht das Wichtigste, aber vielleicht ändert sich das nochmal im Spiel. Der Lebensregeneration, ja, 5 Sekunden, 2 Lebenspunkte ist nicht viel, aber erhöhte Trefferchance, kritische Trefferchance, das ist das, was uns gerade wirklich interessiert an dieser ganzen Angelegenheit. Das ist das, was es so interessant macht. Zack. Gehen wir nochmal gucken, was hier noch so auf uns war. Immer noch die verschlossene Truhe, da kommen wir immer noch nicht ran. Aber wir wissen dank unserer Karte, dass da unten eine offene Truhe und eine verschlossene Truhe ist. Das ist ein neues Icon, das wir auch gerade freigeschaltet haben. Eine Kreuzung, die neu ist. Naja, die können wir öffnen. Und wir kriegen eine Kerze raus. Leider haben wir keine Schlüssel für die verschlossenen Truhen. Das kann einen im ersten Moment sehr ärgern, aber
Denk dran, es sind nur verschlossene Truhen, es ist nicht die Welt. Da ist ein bisschen Geld drin, manchmal ist da ein Item drin, aber nichts, wo ihr euch die Haare zerrauchen müsst. Yep, yep. Einige sind leer, andere erhalten Gegenstände von enormer Seltenheit. Für 40 Gold könnt ihr eine öffnen. Ich würde da ja gerne mitmachen. Das Problem ist eben halt nur an dieser ganzen Angelegenheit, dass ich, wie ich schon sagte, immer 200 Gold aufbewahren möchte für mögliche Zauber. Und ich bleibe aber auch. Das wird ja immer ein bisschen Geld für sparen. Es sei denn, ich sehe irgendeinen Gegenstand. Oh mein Gott, den brauchen wir jetzt. Aber bis jetzt ist das meistens noch nicht so der Fall. So, was haben wir denn hier? Ja, die angebissene Kartoffel war irgendwas mit Stamina, ne? Ja, wir kriegen aber gleich nach dem Bossfight ein bisschen Geld. Also gucken wir nochmal, was die Kartoffel macht. Wir gehen sie mal kurz. Aber ich meine, dass eine von der Kartoffel Nahkampfschaden gibt. Tam, du bist meistens gut bedient. Okay, 10% schnell Zauber zurück, das ist auch nicht unbedingt verkehrt. Ein Ausdauer und 10% schneller, okay? Das ist schnellere Zauber zurücksetzen. Warum denn nicht? Okay, hier bleibt nichts mehr, außer ein Boss, der jetzt kommt. Gangster-Skelett, oder? Mottenmann! Okay, ich habe... Was ihr noch wissen müsst über dieses Spiel... Jedes Gebiet, es ist egal, welches kommt, ob es jetzt das verschneite Gebiet ist oder das dunkle Waldgebiet. Pro Schritt, den ihr gegangen seid, also pro Region, den ihr weiterkommt, gibt es immer zwei verschiedene Gebiete und zwei verschiedene Bosse. Das heißt aber nicht, dass der eine Boss nur in den einen Gebiet kommt und der andere Boss nur in den anderen Gebiet, sondern das ist wirklich gemischt. Das ist einfach nur, damit ihr da ein bisschen Abwechslung habt, könnte man sagen. So, das ist Mottenmann. Mottenmann ist der einfachste Gegner im ganzen Spiel, wenn ihr ihn nicht an euch rankommen lasst. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Also lasst ihn nicht an euch rankommen. Warum? Ja, der schlägt dreimal zu, wie ihr sehen könnt. Und der schlägt, glaube ich, sogar alle drei Male kritisch zu. Flovio wäre tot, Tam wäre tot. Krux vielleicht nicht instant. Wie viel Schaden die machen, kann man leider nicht sehen. Er hat 1500 Lebenspunkte. Schauen wir doch mal, was passiert. Erstmal mit einer Dreierkombo von allen. Können wir ihn erstmal betäuben. Wir können auch einfach Wasserzauber auf ihn rausschicken nochmal. Es betäubt ihn nochmal ein bisschen länger. Und Krux ist bereit, ihnen eine zu geben. Dann hat er nur 5 Ausdauer. Jetzt kommt aber das Ding. Das lässt er sie nicht einfach so geben, dass wir ihn hier einfach so verprügeln. Er schickt jetzt Schatten auf uns. Und diese Schatten, die machen auch alle drei Angriffe. Aber sie haben alle nur einen Lebenspunkt. Das ist das Ding daran. Wir können sie einfach verprügeln, wenn wir wollen. Das ist nicht das Ding. Wir dürfen sie nur nicht an uns rankommen lassen. Das ist so ein Überraschungseffekt, den dieser Boss beim ersten Mal hat. Aber wenn ihr das nicht zulasst, dann braucht ihr ihn auch nicht fürchten, könnte man sagen. So, jetzt macht nämlich unser Mottenmann nämlich etwas, was ziemlich sneaky ist. Er lädt all seine Ausdauer wieder auf, die er hat. Und er kommt langsam auf uns zugeschlichen. Das Ding ist, wir denken uns hier, was soll denn das? Das bringt ihn auch nicht sehr viel. Er taucht kurz vor euch wieder auf. Ja, er provoziert euch sozusagen dazu, dass ihr ihn jetzt angreift oder nie. Das machen wir auch. Zweifacher Schlag mit Krux. Und du kannst dich wieder verziehen. Kriegst nochmal einen Wasserzauber ab, einfach damit wir sie auch mal ein bisschen benutzen. Denn Schaden ist was Schönes für dich, habe ich das Gefühl. Okay. Geht nochmal einmal mit der Gitarre ein. Meistens geht ihr nicht betäubt, weil ihr so viel mit den Skeletten beschäftigt seid. Meistens lädt er sich vorher wieder auf. Ja, das ist nicht so wild. Wir müssen ihm einfach seine Zeit geben. Wir müssen ihm seine Zeit geben, bis er wieder da ist, bis er wieder Bock hat, was zu machen. So. Danke, Krux. Dann lass ihn mal kurz betäubt sein. Er ist auch nicht sehr lange betäubt, wie ihr sehen könnt. Er braucht nicht so lange, bis er wieder auf dem Bein ist. Aber das ist kein Ding. Krux ist schneller mit seiner Zurücksetzung. Wir gehen weiter ein paar Wasserschaden von uns. Wir können auch mal unsere Kartoffel einsetzen, warum denn nicht? Leider ist er jetzt gerade in dem Moment weggewiehen, aber das lasse ich mir nicht gefallen. Gibt nochmal eine drauf. Krux hat übrigens jetzt auch gerade einen aufgeladenen Schlag. Das sieht ja daran, dass die ganze Zeit sein Angriffssymbol posiert. Mit so weißen Lichtern, die da rauskommen gleich, wenn wir wieder im Kampfmodus sind. Da ist jemand verdammt. Und da ist jemand anders nach. Okay. Ungern will ich Krux dafür einsetzen, diese Gegner jetzt anzugreifen. Mal sehen. Wie wir das geregelt kriegen, dass Krux vielleicht 30% mehr Angriffsschaden machen kann. Oh, das sieht gut aus. Da haben wir den richtigen Mann gerade da. Na, wie viel Zeit lässt du dir? Nö. Tut mir leid, mein Freund. Da kam er gefährlich nach. Aber auch in dem Fall lasse ich das nicht zu. Das große Monster Walfang. Abzum Lavaland. Das andere Gebiet, was auf Willkommen Stage 2 kommen kann. Auf der Vulkanebene. Uiuiui. Ich würde sagen, da ziehen wir auch nochmal durch hier, wa? So, nur mal kurz überlegen. Immer euch einen kurzen Moment Zeit nehmen. Wo will ich lang gehen? Diese Karte ist übrigens scheiße, weil schon wieder zwei so lange Einzelwege hat. Und daher ist man da ein bisschen zwiegespalten.
Auch immer schon mal ein bisschen gucken, wo sind die Gegner. Aber hier sind überall keine. Ich habe da eine Route, die ich gehen möchte. Wir werden uns ungefähr hier lang bewegen. Wenn wir hier runtergehen, zack, 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 zack. Dann werden wir hier eine kleine Kurve schlagen, um sicher zu gehen, dass wir hier keine Kerze benötigen müssen, falls hier irgendwo ein Kampf ist hier an der Ecke. Wir werden uns hier runterziehen, dann nochmal links und rechts gucken, ob da noch irgendwas Wichtiges ist. Nach rechts werden wir sowieso gehen. Dann mal schauen. Gehen wir weiter. Da ist nun erstmal ein Händler mit zwei gewöhnlichen Gegenständen. Wir haben ein bisschen Geld. Das ist etwas, was ihr unbedingt eurem Rogue geben wollt, unserer Tam. Weil dieser Gegenstand, der hat es in sich. Er ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was bei uns beim letzten Run passiert ist. 20 Nahkampfschaden mehr. So, jetzt denken wir darüber nach. Die hat von Anfang an 25 bis 35 und kriegt einfach mal einen Boost von 20 Nahkampfschaden mehr. Das ist natürlich echt gut für sie. Dieser Stein mit Sprungfeder hat ja irgendwas mit Crit zu tun. Ich glaube, irgendwas mit Zauber zurücksetzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe eh schon zu viel Geld verbraucht. Gucken wir doch mal, ob wir genug Geld kriegen aus diesen beiden Kisten, die wir glücklicherweise sehen können, dank unseres Kartografen. Ihr seht, da oben rechts ist eine und hier sind auch noch zwei Kisten. Okay, machen wir doch mal die Kisten auf und da ist ein bisschen Geld drin, damit wir uns auch gleich schönen Zauber holen können, weil es einer kommt. Und diesen Stab, den wollt ihr Flovio geben. Denn der erhöht den Zauberschaden um 25%. Der Zauberstab des Namenlosen. Das kann er gut gebrauchen. Wir werden ihm natürlich viel Zauber geben. Warum dann also nicht? Mal das ein bisschen auf ihn konzentrieren. Meine Rollenverteilung in diesem Spiel ist meistens relativ simpel. Also wie gesagt, ich habe meistens einen Zauberer, der eben halt sich auf Zauberstab konzentriert. Das ist ja in der Mitte hier meistens. Dann habe ich meistens entweder ein Crit-Damage-Dealer oder ein Supporter. Das ist meistens der Rogue mit drei Schlägen. Und Krux ist eigentlich meistens der Damage-Dealer. Wird aber auch manchmal, je nachdem welcher Held, das steht auch manchmal zum Zauberer. Naja, mal sehen, was es damit auf sich hat. Vielleicht werden wir das ja alle mal irgendwann verstehen. Nein! Guckt euch diesen Schadensboost an. Das ist doch klasse. Neuer Gegner übrigens direkt vor uns. Da kommen Zombies. Tolle Sache, ne? Ja, das ist jemand, die Musik, die wir gerade haben. Ist nicht so gut wie Star Big Hole, muss ich einfach mal sagen. Aber lass mich davon nicht abschrecken. Ja, diese Zombies, die kann man schlecht zurückschlagen. Die haben verdammt viel Leben, keine Ausdauer dafür. Naja. Und ich lasse Flovio mal jetzt mit Absicht mal hier in der Mitte stehen. Aber guckt ihr mal, wie viel Schaden unser Rogue macht. 50 Schaden die ganze Zeit durchgehen. Das ist doch echt eine feine Sache. Das ist doch echt super. Flovio, mach den mal kaputt. Und da mal zum Wasserschaden. Manche Zauber bewahre ich mir auch manchmal für den Notfall auf, weshalb ihr seht, dass ich nicht immer alle Zauber verwende. Aber wisst ihr was? Diese Musik, ne? Die ist ja echt nicht so cool, ne? Was wäre denn, wenn wir dank eines Easter Eggs mal eine ganz andere coole Musik aufspielen? Wenn ihr Fabian mehr als... Also wenn ihr Fabian diese 8 Schläge kommen machen lasst, dass ihn zweimal diese Double Strike gibt, dann kommt einfach eine eigene Musik für ihn. Ja, weil warum sollte man ihm überhaupt jemals diese Möglichkeit dazu geben? Das ist einfach auch total stumpf. Und da ist das ein kleines Easter Egg, dass wenn man das Fabian machen lässt, eine eigene Musik kommt. Eine lustige Sache. Naja. Kann man ja einfach mal so mal gezeigt haben. Normalerweise macht man das auch nicht. Na gut. Auf jeden Fall witzig. Hauen wir die mal kaputt hier. Hau kaputt, weil guckst du das? Wer war das nochmal? Schniepel. Achso, Sacred Eyes, genau, ich erinnere mich wieder. Hau den kaputt. Fabian, mach mal die Ausdauer weg und dann Prügel drauf. Eieiei, die macht auch Schaden jetzt. Das ist echt schön anzusehen. Nachher in Runs, wo es nachher ein bisschen weiter ins Spiel geht, empfiehlt es sich nicht, den ganzen Schaden nur auf den Rogue zu machen, sondern sich möglichst nur auf die Crit-Gegenstände zu konzentrieren. Aber dasselbe kann man natürlich auch machen unter Umständen mit euren heftigen Geschützen, nur die ganze Crit zu geben. Aber da muss schon ein gewisses Setup bestehen, damit sowas auch wirklich gut funktionieren kann. Diese Schnecke gibt Gesundheit. Gab sie auch Nahkampfschaden? Weiß es nicht. Am besten finde ich es einfach raus. Aber ich glaube, sie gab einfach Gesundheit. Wir können ja mal Krux mal irgendwas geben. Der Krux hat ja noch gar nichts bekommen. Achso, 50 maximal Gesundheit und 10% schnellere Zauber zurücksetzen. Ja, 50 Gold dafür? Das ist echt vernünftig. Also 50 Gold ist echt nicht viel Geld für ein Item in diesem Spiel. Das ist ein Kartograf. Da hinten gucken wir nachher nochmal nach. Da kommen wir nachher noch rum. Das können wir uns noch ansehen. Für den Moment konzentrieren wir uns aber erstmal.
dass wir hier oben lang gehen. Mal gucken, was der Gegenstandsspieler hat. Lohnt es sich, 40 Gold auszugeben? Der ist schon nicht schlecht, der Gegenstand. Aber ich überlege gerade... Wisst ihr was? Gucken wir uns mal aus. Das wäre echt cool, wenn wir den hätten. Boah! Cool! Erhöht den Zauberschaden um 35% und 15% geringe Geschwindigkeit von Zauberzurücksetzen. Da haben wir Glück gehabt. Also, ihr seht, er hat schon ziemlich viel Zauberschaden jetzt, unser Freund. Er hat jetzt insgesamt 25 plus die 35, 60%. Er hat natürlich jetzt eine geringere Geschwindigkeit, aber die können wir auch nochmal wieder ausbügeln. Aber 60% mehr Zauberschaden gegen 50% geringere Zurücksetzung. Das kann man schon so stehen lassen. Gerade weil der Zauberschaden eben halt nicht gecapped wird. Softcat, so wie gewisse andere Dinge im Spiel. Da wollte ich euch ja noch was zeigen. Zum Thema Cooldown Aufladung blau und blub. Ich habe euch gesagt, dass 95%, wenn ihr so viel Cooldown Rate habt, dass es nicht gleich 95% sind. Laut eines mathematischen Systems ist es eben halt, dass es sich mit der Zeit ein bisschen abflacht. Wie genau das ist, das könnt ihr euch auch nochmal später selber auf der Wiki ansehen. Da steht, dass ihr versteht, wie Spell-Cooldowns funktionieren. Dasselbe geht übrigens auch für eure Schläge. Wenn ihr irgendwie Krug zum Beispiel irgendwie 50% schnelle Angriffsgeschwindigkeit hat, dann ist das da dieselbe Formel, die angewendet wird, meine ich. Weil das andere wäre auch ein bisschen merkwürdig. Ja, aber wie ihr sehen könnt, 15% Spell-Recharge ist auch nicht gleich 50%, sondern 13. 50% Spell-Recharge sind nicht gleich, dass ihr 50% schnell eure Zauber aufladet, sondern 33%. Ihr seht, mit der Zeit schwächt sich der Effekt immer ein bisschen weiter ab. Und 150%, ja, ist ein Äquivalent von 60% wirklichen Cooldown-Reduction. Dementsprechend müsst ihr da euch ein bisschen dran orientieren, dass ihr da ein gewisses Gefühl für kriegt, dass ihr einen Charakter letztendlich nicht zu viel von einer Sache gibt. Weil da könnt ihr es lieber jemand anderem geben, da profitiert ihr letztendlich mehr von, anstatt dass ihr alles auf eine Person klatscht. Das wollte ich euch nur mal zeigen. Also das zählt für jegliche Cooldowns, für Angriffs-Cooldowns, sowie auch für Zauber-Cooldowns. Merkt euch das. Das ist so unsere Liste, die man sich so merken muss. Okay. So wie dazu. Mal sehen. Wir können weitergehen. Haben wir Ausdauer verloren? Nee, haben wir nicht. Haben keine Ausdauer verloren, wir können weitergehen. Haben aber auch keinen Schlüssel für die Truhe. Wir werden trotzdem hier oben lang gehen. Wir haben 4 Kerzen, wir können also auch mal ein bisschen streunern. Und hier sind 2 Kämpfe aufeinander. Das ist gut. Das gibt auch nicht Geld. Da verpassen wir dieses Mal nicht ganz so viel. Double Strike bitte. Den machen wir tot. Dankeschön. Lovio, hau dir mal seine Ausdauer weg. Tam gibt eine Kartoffel zur Unterstützung. Zack. Und zack. Uiuiui, guckt euch den Schaden an, also... Man darf Fabian nicht unterschätzen jetzt mit den Schaden, die er machen kann mit seinen Zaubern. Er haut jetzt schon ein bisschen rein. Nachher summiert sich das. Gerade diese Lane-Damage-Sachen, ne? Ich meine diese Flutwelle hier, dass sich auf einen einzelnen Charakter bezieht. Das ist nachher wichtig für andere Gegner, dass sie sowas einfach mal habt. Dass sich das so schnell auflädt. Man denkt jetzt so, das ist so kein nützlicher Zauber. Es ist vielleicht auch nicht das Nützlichste, aber wir werden schon sehen, das ist gar nicht mal so eine schlechte Angelegenheit, diesen Anfangszauber zu haben. Besonders... Ja, das ist eine bestimmte Situation. Halt. Na gut, lass mal gucken, dass wir erstmal diesen Zombie hier weggekloppt kriegen. Wir den und den und den. So, seid mal bereit jetzt. Hau mal den Zauber. Holt jetzt mal den Zombie weg. So. Der Zombie, der steht ja im Weg. So, ich klopp ihn mal, damit er ein bisschen Ausdauer verliert. Zombie, hau ab jetzt. So, das Blöde an Zombies, ihr habt es wahrscheinlich eben schon bemerkt. Die laufen einfach weiter, wenn sie halbiert werden. Das ist nicht nett von denen. Ich finde das nicht okay. Na gut, dementsprechend muss man die gut behandeln. Immer als erstes ins Visier nehmen. Dann passiert euch auch meistens nichts. Oh je. Das sind 2 Gegner mit sehr wenig Lebenspunkten gerade auf der einen Lane. Das klingt ja nicht so gut. Hauen wir euch erstmal weg. Mal gucken, ob wir euch wegkriegen da. Doppelkill. Doppelkill. Habt ihr gesehen? Ey, die haben wir mal gedoppelkill mit schönen Zauber in die Fresse. Ey, so muss das sein, ey. So geht das gut. So macht das Spaß. Krux. Warte ich mal für den Double Strike vor. Weiter schön Wasser verteilen. Ja, wir haben hier alles unter Kontrolle. Das läuft doch schön. Das ist doch schön. Wie toll das hier doch läuft. Das ist doch eine tolle Sache. Tam. Du machst aber Brute Force Style und klopfst dich so seine Ausdauer durch. Sehr gut. Dann machen wir mal so weiter. Zack, Tam. Tschüss, Alter. Die macht gerade beträchtlichen Schaden. Gerade ist sie wirklich sehr mächtig durch diesen einen Gegenstand geworden. Das ist eben halt ein Roguelike, ne? Man weiß nie, was einen erwartet in seinem nächsten Run. Und Tam ist jetzt eben halt so ziemlich das Gegenteil vom letzten Mal.
Ich glaube, den kriegen wir so tot. Nee, stand in der Wassertrutze drin und wurde dadurch gelöscht. Schade drum. So, was kommt denn da an? Tam, darum kümmerst du dich mal. Wurde so schön gestunt von unseren Kollegen. Ah, verdammt, das ist ein Bandana-Skelett. Das dürfen wir nicht ignorieren, diesen Fakt. Dementsprechend mal kurz überlegen. Wie machen wir das? Ihr könnt übrigens... Ihr wisst ja, das Bandana-Skelett, ne? Das ist ja ein bisschen scheiße, ne? Das hat ja so schnell seinen Stun weg. Das ist ja nicht mehr feierlich. Aber... Es gibt einen kleinen Trick. Wenn ihr mit einem angreifenden Charakter, der gerade vorne in der Lane steht, wieder zurückgeht, ihr wisst ja, das macht ja nicht nur ein bisschen Schaden, könnt ihr den Stun wieder auf Null setzen. Und dieses Spielchen, das könnt ihr noch eine Weile wiederholen. Ihr könnt dadurch euch ein bisschen Zeit verschaffen und dann zum Beispiel Krux an die Stelle ziehen, wo er vorher nicht genug Zeit hatte. Und euch habt ihr ihm genug Zeit gegeben. Ja, mein Wasserzauber hier, da. Er wird ein bisschen verprügelt, so Krux. Machen wir dein Ding gleich. Warum denn nicht? Euch beide wechsle ich mal durch, damit die Pflanze hier wegkommt. Gute Sache, gute Sache. Kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. Okay. Krux, du bist ja gerade echt nicht gut. Aber wir benutzen mal die Kartoffel. Dadurch kriegen wir den trotzdem tot. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Krux hat ihn kurz ein bisschen gebrannt. Juckt ihn in den meisten Fällen nicht. Oder kommt eine Feuerbombe. Geh mal weg. Und da kann man dann eben mal gut mal so einen Wasserzauber einsetzen. Wieso, was sind Wasserzauber zum Beispiel gut? Dieser Anfangszauber. Der kommt nicht an euch ran. Ihr kriegt ihn schnell weg. Ihr müsst euch den... Oh, da sind drei Kämpfe nacheinander. Okay, wir kriegen alle Encounters. Sehr gut. Das gibt ordentlich Geld. Viel Geld, würde man sagen. Da werden wir einen Double Strike einsetzen. Weil, ihr wisst ja, diese Bandana-Typen haben meistens ziemlich viele Lebenspunkte. Das wollen wir nicht so gerne. Und den kriegen wir auch so viel Geld. Jupp. Gute Sache, gute Sache. Hier kann man Wasserstrahl gut einsetzen. Dankeschön. Und du bist tot. Das war einer von den Heiler-Spastis gewesen. Oder war es ein Feuerspast? Ich weiß nicht, die in der blauen Kapuze waren das schon Feuerspastis? Ich glaube nicht. Aber es ist schon noch zu früh. Schon noch zu früh. Einmal hier weg damit. Da stehen die gerade echt fein für sich. Was ist, wenn ich ein Feuer da reinschmeiße? Dann brennt ihr ganz schön nieder. Und seht ihr, da ist der Dampfeffekt gerade wieder gewesen. Die Leute werden die ganze Zeit verlangsamt. Guck mal, wie lange das geht. Das ist, wenn ihr die ganze Zeit am Kämpfen seid, ist es ziemlich viel Zeit, die ihr euch dadurch rausschlagt habt. Bei drei Gegnern gleichzeitig. Meine, hier, das sind zwar Sekunden, aber diese Sekunden, die zählen eben halt. Das ist das, worauf es ankommt nachher im Spiel. Wirklich ein paar Sekunden rauszuschlagen und du hörst bitte auf, meine Seele zu klauen. Das ist immer sehr, sehr asozial von dir. Also weg. Nicht ganz weg. Aber ich bin mir sicher, den kriegen wir noch weg. Spätestens wenn Flovio bereit ist mit seinem Zauber. Oder auf jeden Fall brennen die beiden da oben einfach. Gut. Okay, das hat doch schon mal gut geklappt. Fabian ist da oben. Und das wäre die Geschichte. Aber noch sind wir nicht fertig. Da wollen noch ein paar mehr auf den Sack kriegen. Kriegen sie gerne. Da hätte sogar ein Dreierschlag gereicht. Damit hat er sich gerechnet. Oh gut, wir kriegen momentan immer unseren Kampfabschlussbonus von 20 Gold. Dafür, dass wir alle Gegner töten. Wir können uns hier links im Wasserzauber holen. Wir haben genug Kerzen, um gleich wieder einfach zurückzugehen. Fabian, was kriegen wir noch so? Ihr seht, ihr könnt mit jedem Charakter frei. Jeden Charakter frei. könnt ihr euch den Zauber mitnehmen, den ihr wollt. Und das ist nachher noch von Bedeutung. Das kommt aber später noch. Wir können solche Gegenstände finden, warum das von Bedeutung ist. Aber gut. Eine Flutwelle. Ja, kommt auf Fabians Platz. Würde ich mal. Nee, warte mal. Vielleicht nicht mal. Vielleicht. Ah, nein, er macht am meisten Zauberschaden. Ich wollte erst. Aber überlegen, ob wir nicht Krux nochmal so ein Ding geben, weil er dann 30% Schaden jedes Mal mehr macht, wenn er angreift. Das ist gerade schwer, guck mal. Das ist eben halt die Sache. Ihr habt den Vorteil eben halt für unseren Zauberer, der hat halt ordentlich Zauberschaden dazu. Na ja, gut, 60% Zauberschaden, 30% Angriff. Ja, nee, okay, Fabian, du hast da mehr von. Ich geb dir das mal. Ja, ihr könnt da schon ein bisschen überlegen. Ich war nur am Überlegen deshalb, weil es immer die Einfrierdauer verlängert. Aber dann ist mir aufgefallen, wir haben eigentlich so momentan noch gar keine Möglichkeit, Eiszauber zu finden. Von da ist es egal. Ja, man schüttet... Oh, noch ein Zauberer-Typ, aber ich habe leider kein Geld dafür. Das ist gerade schade, aber es ist auch nur nicht Elementarhändler, es ist nicht ganz so wild. Aber das ist auch hier die ganze Zeit. Bewahrt euch euer Geld auf, ne? Ist gar nicht mal so unwichtig. So, neue Bosse können auftauchen. Es ist Schnurrbartmeister. Ich hab das freie Recht dazu, den Gegnern den Namen zu geben, ja? Ich habe das freie Recht dazu. Es hat nämlich keine wirklichen Namen, die stehen. Und das ist Schnurrbartmeister, okay? Das ist Schnurrbartmeister. Schnurrbartmeister hat 50 Ausdauer. So, jetzt denkt euch erstmal mit diesem Moment. What? 50 Ausdauer, willst du mich verarschen? Ja, das Spiel will euch an dem Moment wirklich ein bisschen verarschen.
Weil achtet mal auf das Feld, was wir gerade vor uns haben. Wir haben zwar ein paar blöde Skelette vor uns, es häuft sich hier auch ziemlich schnell jetzt schon eine Armee an. Der wirkliche Faktor ist, was haben wir gelernt? Das ist eine Eisbombe. Was machen wir mit der Eisbombe? Explodieren lassen. Ne? Aber erst hat die Flovio angegriffen. Wir müssen erst den richtigen Charakter in die Mitte kriegen. So, Flovio, mach mal deinen Zauber. Wir vereisen ihn da in der Mitte. Und jetzt können wir ihn angreifen. Das sind uns wie 50 Ausdauer, völlig egal. Ja, und so wiederholt sich das ganze Spiel jetzt gerade. Wir müssen mit dieser Eisbombe die ganze Zeit arbeiten. Und wenn wir keine Workarounds haben, und am Anfang des Spiels habt ihr keine Workarounds dafür. Ich finde, das ist von den beiden Bossgegnern, die hier auftauchen können, das Schwere. Einfach aufgrund dessen, weil ihr kapieren müsst, dass ihr mit dieser Eisbombe arbeiten müsst. Ist nachher nicht mehr ganz so schwer. Nachher im weiteren Verlauf des Spiels, weil ihr eben halt... Ja, es gibt mehr Möglichkeiten nachher. Upsi, das war nicht clever. Da habe ich die Eisbombe gerade aus Versehen getötet. Ihr könnt euch natürlich auch versuchen durchzukritten. So ist das nicht. Aber letztendlich, ne, wissen wir ja alle. Eine Kartoffel hilft auch. Guckt mal, guckt euch den Dampf an. Guckt euch das an. Der bleibt einfach auf der Stelle stehen. Ist das nicht genial? Das ist doch richtig cool, oder nicht? Also Dampf ist doch schon eine ziemlich coole Sache. Ne, ich fühl mich manchmal so ein bisschen wie Peter Lustig. Da kommt die nächste Bombe übrigens. Wir können natürlich dafür sorgen, wie wir ein bisschen verprügeln, dass er nicht zu nah an uns rankommt. Weil letztendlich läuft es jetzt darauf hinaus, dass wir jetzt unsere Bombe wieder verwenden, um ihn ein bisschen wieder wegzukriegen. So. Au, Mann. Geh weg. Dankeschön. Einmal ihn hier aus dem Weg räumen. Übrigens diese Musik, ne? Ich verstehe da Worte, die ich hier nicht in so einem Video so sagen darf. Aber ich verstehe da Worte. Also, bitte nehmt mir das nicht übel. So. Einmal hier kaputt. Ich muss ihn hier gerade ein bisschen weghalten, aber es wird nicht leicht. Er schlägt zwar nur zweimal zu. Krux könnte das gleich abwehren. Da werden wir auch wahrscheinlich gleich zu kommen, dass wir Krux das abwehren lassen müssen. Aber erstmal verdampfen wir ihn wieder. Erstmal schlagen wir uns ein bisschen Zeit raus hier aus dieser ganzen Situation, würde ich sagen. So, gehen schon mal in Position. Frieren ein. Hau ab. So, schöne Sache. So, das ist okay. Guck mal, wir schlagen wieder leicht wieder zurück. Er geht auch ordentlich aufs Fressbrett, könnte man aufs Fressbrett. Und das läuft auch ganz schön hier. Wir machen uns, also ich muss sagen, es läuft wirklich gut. Ihr seid in diesem Spiel, also wie gesagt, ich habe ein bisschen Erfahrung in den Spielen, ein bisschen mehr. Ich habe, ich glaube, insgesamt auf der Switch und auf dem PC, glaube ich, circa 144 Stunden oder so mittlerweile verbracht. Wenn es nicht jetzt sogar mit den letzten schon 150 Stunden sind. Wenn es nicht sogar noch mehr sind, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es ist ja auf jeden Fall ziemlich viel Spielzeit gefressen, dieses Spiel. Von daher ist das doch ganz schön, dass wir hier ein bisschen Erfahrung in das Spiel reingehen, weil sonst wäre das nicht so cool. Oh. Oh, sagt er, während der Typ gerade auf ihn zugerannt kommt. Oh. Oha. Ja gut, ist nicht so schlimm. Wir lassen uns zweimal treffen. Also, hauen, hauen. So, das war unsere Ausdauer, die ist jetzt weg. Das macht aber nichts, das ist völlig okay. Okay, erstmal dich weg. Und unsere Eisbombe können wir einmal kurz hier unsere Gegner hier benutzen. Weil unser Kollege lässt sich ja eher Zeit noch ein bisschen Zeit hier gerade. Wenn er mal ein bisschen mehr Gegner wegmetzelt, so ist es ja nicht. Fuchs, bist du wieder da? Sehr schön, freut mich. Brauche ich auch gerade deine spontane Hilfe, gleich wenn unser Freund hier wieder angerannt kommt. Gleich wieder. So, da kommt die nächste Eisbombe schon, die behalten wir mal im Blick. In der Zwischenzeit habe ich mal versucht, ihn zu kritten. Ich habe eigentlich eine 20% Crit-Chance, dass ich da bei 6 Angriffen nicht zum Kritten gekommen bin. Ist aber irgendwie schon schade. Aber das ist RNG, meine Freunde. Ich glaube, ich wässere ihn gerade tot. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Aber da kommt auch schon unser Freund die Bombe und dann ist das auch Geschichte. Epischer Kill. Okay. Ist tot. Oh, wir haben beide Seen nochmal aufgefüllt bekommen. Stell dir mal aus, nur auf 12 Schläge hochzugehen. So. Das ist das. Auf zum nächsten Gebiet. Was kommt hier noch? Willkommen im Zauberwald. Das ist auch witzig, wenn der RTL-Mann das sagt. Zauberwald sagt er auch immer ziemlich witzig, muss ich sagen. Aber gut, ich würde sagen, dieses letzte Gebiet mit dem Bossgegner, das sehen wir uns im nächsten Part dann an. Bis denn dann. Ciao, ciao.